Ich habe 200 Euro zum Release von TCG Pocket ausgegeben, damit ihr es nicht machen müsst. Und bitte macht es nicht. Leah's Mind. Gacha Games. Spiele, in denen man durch Ingame-Währung bzw. Echtgeld digitale Random Items freischalten kann. Und das sind in den meisten Fällen PNGs. Am Ende habe ich Genshin gespielt, um ein schönes PNG von Raiden anzugaffen. Und so auch beim neuen Handyspiel von Pokémon, TCG Pocket. Ich habe das Game zum Global Release gestartet, mit der Absicht, die maximale Menge an Geld an einem Tag auszugeben. Warum bin ich so dumm? Ich will mir auch mal was Dummes gönnen, was sinnlos ist und überhaupt keinen Sinn ergibt. Und nein, die vier Gamecubes sind nicht sinnlos. Nee, ich rede am Ende nochmal genauer darüber, über die Moral, über Glücksspiel, über das Geld ausgeben. Ich will euch definitiv nicht den Eindruck geben, dass das cool ist, 200 Euro auszugeben für PNGs. Aber dafür muss ich euch jetzt erstmal zeigen, wie dumm es aussieht, wenn man 200 Euro Pokémon in den Rachen steckt. Also, ich habe die App gestartet und wie bei allen Gacha-Games wird man erstmal mit Ingame-Währung zugeschüttet. Oh, du hast deinen Namen richtig geschrieben? Hier, nimm ein Booster-Pack. Oh, du hast dein Booster-Pack aufgemacht? Hier, nimm ein Booster-Pack. Und das ist natürlich Absicht der App, zu zeigen, wie viel Spaß es macht, wenn man die ganze Zeit Packs aufmachen könnte. Und man darf am Anfang echt viele Packs aufmachen. Ich glaube, an die 20 Stück konnte ich öffnen, ohne einen Cent auszugeben. Solange man die ganzen Missionen abschließt, bekommt man ständig diese Sanduhren geschenkt, womit man weitere Packs aufmachen kann, ohne warten zu müssen. Denn im Normalfall kann man nur eine bzw. zwei, vielleicht drei, wenn man eben Missionen macht, Packs am Tag aufmachen. Und natürlich sind allein in diesen, ich sag mal, Tutorial-Packs Karten dabei gewesen, die schon mal echt geil waren. Oh! Oh, das ist sogar die! What? Hallo? Ich dachte, sieht dezent cool aus. Bei dem Aufwand versteht man, warum nur so wenige Karten das können. Bam! Das ist eine der sechs seltensten Karten, beziehungsweise eine der drei immersiven Karten. Und das glaube ich Pokémon auch, das war komplettes Glück, dass ich diese Karte gezogen habe und nicht Teil vom Anfang so dieses Geilmachen-Tutorial-mäßige, sondern da hatte ich wirklich Glück, diese Karte zu ziehen. Denn Pokémon, und das muss man auch gutheißen, zeigt einem wirklich, wie viel Chance, wie viel Glück man braucht, um eine gewisse Karte zu ziehen. Man kann einfach hier draufklicken und sieht genau, so viel Chancen habe ich, diese Karte zu ziehen. Und die kann man auch nicht verändern, diese Chance. Als ich dann eben das, ich sag mal, Tutorial durch hatte, war nichts mehr mit Packs öffnen. Und da steht man dann vor dem Punkt. Warte ich jetzt wie ein armer Schlucker 12 Stunden oder gebe ich echtes Geld aus, um diese schönen PNGs aufploppen zu sehen? Ich habe dann also 99,99 € ausgegeben, um 500 Gold zu kaufen. Im Moment bekommt man 190 Gold kostenlos obendrauf, also wird das in Zukunft noch mehr kosten bzw. weniger bringen, wenn man diese 99 Euro ausgibt. Aber klar, jetzt zum Start der App müssen die Leute gut süchtig gemacht werden und es funktioniert. Und ich brauche da nicht lügen, es war wirklich befriedigend, einfach 10 Packs hintereinander aufzumachen und nicht warten zu müssen. Oh, die werden alle auf einmal gemacht. Elminip, Mushas, Arctos, EX. Das ist gut, aber nicht so gut. Knogger EX, aber das andere, ne? Das haben wir noch nicht. 2 Sterne, let's go. Fleckmon und eine Porygon-Karte, die richtig schön aussieht. Schmogon Mewtwo EX, aber auch kein Stern. Wolli, Fleckmon, Mewtwo EX, habe ich schon. Fuhn Gengar EX, habe ich schon. Was aber wiederum dann ein sehr widerliches Gefühl ist, dass man dann die ganze Zeit Karten kriegt, die man natürlich schon hat. Und dann genießt man noch nicht mal die Karten, die man aufmacht, sondern man swipet da wirklich ohne Ende durch. Und man denkt sich so, das sind 10 Euro, das sind 10 Euro. Und es hört nicht auf und du ziehst nichts Besonderes, nichts, was es wirklich wert ist natürlich. Und es ist ein widerliches Gefühl, durch diese Artworks einfach durchzuswipen, so schnell es geht. Oder ist sogar noch eine. Das ist ein Godpack, oder? Hey, mal ernsthaft. Die sind doch alle so. Endlich, sagst du? Weißt du, wie unfassbar selten? Sag nicht endlich. Sowas sollte einem nie passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist schwindend gering. Nidoqueen. Oh. I came. 2 Sterne Zapdos.
Dann Misty, die minderjährige Dame. Misty, guten Tag. Schön, dass Sie unser Gepäck gefunden haben. Rocco. Noch ein Zapdos. Warum? Okay. Okay, nur um mal kurz euch zu sagen, wie unfassbar unwahrscheinlich ist, so ein Godpack zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit ist 0,05% überhaupt ein Godpack zu bekommen. Und wenn man dann in dieser Chancenliste weiter runterscrollt, sieht man eben, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, in einem normalen Pack diese 6 seltenen Karten zu ziehen. Oh mein Gott. Aber selbst wenn man dann zu dem Godpack geht, sieht man, wie unwahrscheinlich es ist, dass selbst in so einem Godpack die 6 seltensten Karten drin sind. Und so habe ich dann einfach weiter Packs aufgemacht, in der Hoffnung, wenigstens noch eine der 6 seltensten Karten zu bekommen. Genau genommen die Mewtwo-Karte. Das war mein Ziel, weil das fand ich war die coolste Karte. Tauboss. Eine neue Smogmog-Karte. Ein Stern. Die sieht schön aus auch. Die sehen alle schön aus. Diese Ein-Stern-Karten sind wirklich super schön geworden. Arctos EX. Ich wollte gerade sagen, die habe ich schon, die habe ich noch nicht. Wie viele Arctos EX gibt's? Cool, ich habe eine neue Arctos. Und dann war das Geld auf einmal weg. Und das ist erschreckend, wie schnell das ging natürlich. 100 Euro, wofür man so viel anderes kaufen kann, wie zum Beispiel Essen oder Miete, waren auf einmal weggepufft. Und wie gesagt, ich wollte so viel Geld ausgeben, wie an einem Tag möglich ist von der App, weil ich wusste, es gibt ein Limit. Du kannst, glaube ich, nur 750 Gold pro Tag erwerben. Challenge accepted. Ja, das dachte ich auch. Man kann nur 750 Gold ausgeben, um die Zeit vorzuspulen. Das habe ich gerade zu leger gemacht. Und so habe ich nochmal 100 Euro ausgegeben. Also, ich wusste, dass ein Limit ist. Deswegen habe ich mich gewundert, warum ich auf einmal nochmal 100 Euro ausgeben konnte. Aber das Limit ist eben nicht darauf, wie viel Gold man kaufen kann, sondern das Limit ist darauf, wie viel man von dem Gold dann an einem Tag ausgeben kann. Also habe ich, glaube ich, noch 2-3 Packs aufgemacht mit diesen 100 Euro und auf einmal sagte die App nein. Nein, kurz davor. Du besitzt nicht die benötigten Items, um die Regenerationszeit von Ausdauer zu verkürzen. Zudem kannst du kein Poké-Gold mehr verwenden, da du das heutige Nutzungslimit erreicht hast. Vor allem, jetzt habe ich viel zu viel Geld ausgegeben. Ich dachte, ich kann locker die Hälfte noch oder sowas. Es war so viel zu viel Geld jetzt. Ich wusste, dass es ein Limit gibt, aber ich habe nicht mitgezählt. 500. Ja eben, ich dachte, ich kann auch so viel mehr aufmachen. Dabei habe ich ja nicht 500 gehabt, sondern 690. Alle vermuten, dass dieses Tageslimit irgendwie auch für Kinderschutz natürlich ist. Dass Kinder nicht einfach noch mehr Geld ausgeben können. Aber dann wäre doch der Schutz auf das Geld ausgeben und nicht auf das Gold einsetzen. Denn ich könnte jetzt ohne Ende einfach 100 Gold, 100 Gold, 100 Gold, 100 Euro, 100 Euro, Kreditkarte, Mama, bitte. Ohne Ende machen, nur ich könnte halt damit nichts anfangen. Aber am nächsten Tag kann ich wieder es sind 750 Gold, die man am Tag einsetzen kann. Deswegen, ich glaube, es ist nicht zum Kinderschutz, sondern dafür, dass man das Spiel nicht direkt durchgespielt hat am ersten Tag. Dass man halt nicht jede Karte sofort bekommt, dass man halt das Abo hat, dass man da jeden Tag reingeht und so weiter, dass die App nicht sofort für einen tot ist. Ich glaube, das ist eher die Absicht hinter diesem Limit. Also ein bisschen mehr als 100 Euro reichen, um im Moment zumindest mit diesem Boni zum Tageslimit zu kommen. Ich hatte nochmal 100 Euro ausgegeben. Also was soll's, am nächsten Tag geht's weiter und das zeige ich euch jetzt, wie das lief. Heute will ich aber hier was sehen. Du, ich bin doch schon dabei. Guck, wie schnell ich hier durchgehe und es kommt. Oh, die ist neu. Habe ich endlich eine neue Karte? Ey. Oh, das ist ein... Ist dein Ernst, dass ich schon wieder ein Godpack habe? Alter. Boom. Braucht kein Schwein. Braucht kein Schwein. Boom. Ich glaube, die habe ich doch nicht. Ja. Okay. Nice. Ich krieg dieses Mewtwo einfach nicht. Braucht kein Schwein. Braucht kein Schwein. Ja. Oh, da ist noch eine. Okay, die habe ich auch noch nicht. Okay, schön. Wenigstens 2, die ich noch nicht habe. Ne, 3 waren es. Koga, Giovanni und Gengar. Jupp, ich habe in 200 Euro zweimal die 0,05% getroffen für ein Godpack. Und ich möchte das nochmal betonen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht höher, dass das kommt, wenn man Geld ausgibt.
Aber da waren auch nicht die Karten drin, die ich wollte. Da war immer noch nicht die Mewtwo-Karte drin. Also, in den restlichen ungefähr 90 Euro wird doch jetzt wohl diese Mewtwo-Karte oder die andere seltene goldene Karte wohl dabei sein. Die ist schön. Und sie ist neu. 2-Sterne-Gengar-Karte. Okay, ich nehme es zurück. Es gibt schöne 2-Sterne-Karten. Und es kamen ein paar sehr coole Karten, aber nie das Mewtwo. Und ich habe dann bemerkt, dass ich nah dran war, die Mewtwo-Karte einfach freizuschalten. 1500. Ich glaube, wenn ich all mein Geld ausgegeben habe und da ist keine Mewtwo-Karte drin, kann ich sie mir hier einfach holen. Es gibt da nämlich ein, ich muss sagen, cooles Feature. Jedes Mal, wenn man ein Pack aufmacht, bekommt man 5 Kartenpunkte. Und mit diesen Punkten kann man gezielt Karten freischalten. Umso seltener, desto mehr Punkte brauche ich natürlich für die Karte. Aber für diese 3 extrem seltenen immersiven Karten braucht man jeweils 1500 Punkte. Und da war ich saunah dran. Also habe ich aufgehört, die Mewtwo-Packs aufzumachen, da wo nur diese Mewtwo-Karte drin sein kann. Weil ich wollte auch mal wieder neue Karten bekommen, denn das hat aufgehört, komplett neue Karten zu bekommen, weil ich dieses Pack komplett ausgesaugt habe. Also habe ich Pikachu und Glurak abwechselnd aufgemacht und da bekam ich auch echt coole neue Karten. Aber keine von diesen 6 sehr seltenen. Ich will euch zeigen, dass es so ein geiles Gefühl ist, wenn man 200 Euro ausgibt, um dann eine Relaxo-Karte zu kriegen. Das ist eine süße Karte. Noch 3 Packs, aber hier ist was. Ey! Zum Ende kriege ich noch das Turtok, um dieses eine Deck machen zu können. Sind es eigentlich wirklich, wenn ich die jetzt durchgehe, die Karten, sind es wirklich die, die ich gezogen habe? Ich glaube. Okay, ich glaube, ich kann nichts mehr aufmachen jetzt. Und ich habe 1470. Ich muss noch 6 Packs aufmachen, um diese Mewtwo-Karte mir zu holen. Also kaufte ich mir nochmal die geringste Menge an Gold, um die letzten 6 Packs aufzumachen. Und dann hatte ich die 1500 Punkte und konnte mir die eine Karte holen, die ich die ganze Zeit wollte. Nicht durch Packs öffnen, aber wenigstens als Wiedergutmachung, dass sie in keinen der Packs drin war. Gehen wir das Fenster rein? Okay, wir gehen da rein. Das ist cool. Okay. Ist das Mew? Nein. Da ist noch nicht mal irgendwas anderes. Okay, es ist einfach die Szene, wie Mewtwo ausbricht. Also über 200 Euro ausgegeben und ich habe die Karte bekommen, die ich wollte, indem ich sie mir ausgesucht habe mit den Punkten, die ich über lange Zeit akquiriert habe. Ihr wollt jetzt wissen, welche krassen Karten, wie viele Packs und so weiter ich bekommen habe für die 203,96 Euro. Ich zeig's euch. Ich bin Level 22. Oh, das tut jetzt weh. 299 Packs aufgemacht. Soll ich noch eins aufmachen? Das kann nicht sein. 299 Packs habe ich aufgemacht mit 200 Euro, inklusive Tutorial, inklusive Premium Pass, inklusive dieser ersten Boni, die man bekommt, wenn man Geld ausgibt. Ich habe innerhalb von 200 Euro 1539 Karten gezogen aus den Packs. Ich kann 2 Embleme mir kaufen mit den ganzen Punkten, die ich dafür gekriegt habe. Ich habe 196 von 226 und 31 Sternekarten gezogen mit 200 Euro. Also 300 Packs haben mir einen so vollen Pokédex gegeben. Man muss sagen, ich habe meistens Mewtwo-Decks aufgemacht. Ich glaube, wenn ich es regelmäßig verteilt hätte, das Öffnen, hätte ich um einiges mehr einzelne Karten. Aber dafür habe ich halt sehr viele von den Karten, die in den Mewtwo-Packs drin sind. Aber ich habe zum Beispiel nur eine einzige Sabrina-Karte gezogen. Nur eine einzige Misty-Karte gezogen. Ich habe keine normale Sabrina-Karte gezogen. Und Sabrina ist super gut fürs Kämpfen. Aber ich habe nur eine einzige. Und das ist es eben. Diese Koga-Karte hat exakt die gleiche Beschreibung wie die extrem seltene Koga-Karte. Ich habe diese eine besondere, krasse Holo-Full-Art-Koga-Karte. Und sie ist nicht besser im Kampf als die Standard-Koga-Karte, die man die ganze Zeit zieht. Das meine ich mit, im Endeffekt sammelst du hier PNGs. Weil die Karte nimmst du, um anzugeben im Kampf. Sie kann nichts mehr. Es ist nicht wirklich Pay to Win. Also es ist natürlich Pay to Win, weil du mehr Karten bekommst. Aber die seltensten Karten sind nicht besser im Kampf als die normale Glurak-Karte. Als die normale EX-Glurak-Karte.
das sind die besonderen Karten, die ich gezogen habe mit 200 Euro. Es ist Pay to Flex. Ja, es ist Pay to Flex. Bitte macht das nicht nach. Bitte, bitte, bitte. Vor allem, wenn ihr knapp bei Kasse seid. Wenn ihr jetzt nicht Geld rausschmeißen könnt. Denn ich hoffe, ihr habt daran gemerkt, es ist rausschmeißen. Ich konnte in einem Bildschirm, in einem Smartphone-Screen auflisten, die seltenen Karten, die ich bekommen habe, für 200 Euro. Und da waren keine extrem seltenen dabei. Die eine extrem seltene, die ich hatte, bekam ich im Gratis-Tutorial am Anfang. Alle anderen habe ich doppelt, dreifach, sogar sechsfach, siebenfach, die seltensten der seltenen, aber sie passen auf einen Smartphone-Screen. Ich bin da wirklich kein suchtanfälliger Mensch bei sowas. Ich habe natürlich hier und da gespürt, wie cool das ist, einfach das Geld auszugeben. Aber vergesst nicht, ich mache hier ein YouTube-Video draus. Ich bekomme das Geld ein bisschen, nicht ganz wahrscheinlich, mit diesem Video zurück und durch den Stream und sowas. Und andere YouTuber erst recht doppelt und dreifach kriegen das Geld zurück. Deswegen, ihr dürft euch nicht daran messen, wie wir das machen, denn das ist tatsächlich unser Job. Ich kann diese Packs sogar von der Steuer absetzen. Also vergesst das bitte nicht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich süchtig bin. Ich habe das gemacht, um dieses Video hier zu machen, weil ich den Titel cool finde und weil ich euch zeigen möchte, dass das keine gute Idee ist. Bitte gebt euer Geld und vor allem, wenn ihr es nicht habt, nicht für sowas aus. Denn am Ende, ich kann euch versprechen, selbst wenn ihr eine krasse Karte zieht, die ihr wolltet, was bei mir nicht passiert ist, dann wird dieser Moment des Glücks nach spätestens 5 Minuten vorbei sein und ihr habt einfach nur ein PNG für euch. Sagt mir, was ihr davon haltet. Wir können ruhig in den Kommentaren darüber richtig diskutieren oder ihr kommt auf meinen Livestream auf Twitch und wir können darüber diskutieren, ob das moralisch ist, was Pokémon da gemacht hat. Ist das ein Kinderschutz, was nicht alles? Ich finde es nämlich ein interessantes Thema und natürlich ist es ein bisschen heuchlerisch, dass ich das gemacht habe und jetzt negativ drüber rede, aber besser so, als euch jetzt zu sagen, ey, gebt das geilste Geld aus, Mann, Leute, es macht so viel Bock, da Geld reinzupumpen. Nein, macht es nicht, hört auf. Was aber sehr, sehr cool ist, sind meine Patrons, die mich unterstützen, die dafür sorgen, dass ich solche Videos machen kann. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sauer, dass ich sowas hier mit eurem Geld mache. Vielen, vielen Dank an Kano, 80er-Fanboy, Tom, Kühner, Redface, Teasy, Butters, Jonas, Devilbee, J-Gamer, Robin, Superfilm, Mika, Manic, Shrik, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danova, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bright, Hubke, der Farsky, Eva, Del Prani und Henriette. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.